Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Planet Explorers. Ihr wundert euch vielleicht, die vorletzte Folge, die wird einfach fehlen, weil ja, beim Rendern wird mir mal angezeigt, die Datei ist beschädigt und dann stürzt der PC ab und ja, kann ich nicht ändern. Und dabei ist übrigens der Dirk. Hallo. Hallo. Ja, es ist auch jedes Mal eine Begrüßung für sich. So, und heute beschäftigen wir uns mal mit Hausbau. Die rutscht hier weg, das kotzt mich an. Hör auf wegzurutschen. Ach, du auch gerade? Ich rutsch auch ständig weg hier gerade. Ja. Okay, Wand gesetzt. Ja, ihr seht ja, das Bauen ist hier, ich sag mal so, im Vergleich zu Minecraft eigentlich sogar viel schöner, weil die Würfel sind nicht einmal 1 Meter. Und ansonsten wäre meine Tante hier 2, 3, 4 Meter groß. Ich würde mal sagen, das ist so ungefähr einen halben Meter. Komm schon, setz dich ran. Hey. Hey, nee. Guck nach oben. Kann man irgendwie nach oben gucken? Verdammt. Oh. Hey, das wollte ich nicht. So muss ich gucken. Hey, das ist so. An manchen Stellen ist es so schön, damit zu bauen und dann. Was war das denn jetzt schon wieder? Oh, Spiel. Logan? Nee, das nicht. Ich habe eine Wand gesetzt. Und in dem Moment, wo ich sie runterziehe. Diesmal hat es geklappt. Ich habe die Wand gezogen, dann mit Shift versucht, sie halt gerade zu machen. Und als es dann drauf ankam, hat er sie nicht richtig ziehen wollen. Oh, schön aufhören zu rutschen. Das ist gut, sehr gut, sehr gut. So, hier kann man auch noch drunter gucken. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier alles ganz penibel bauen muss, dass wirklich nirgendwo man hier durchgucken kann. Es ist eigentlich sogar scheißegal. Weil das hier, mit dem ich baue, ist erstmal nur Erde. Und da kommt dann noch ringsrum eine Steinschicht, was dann so die äußere Schicht der Häuser ist. Oh, sie hat Hunger. Los, iss! So, ich habe mir auch schon hier meine kleinen blauen Lampen gebaut. Denn die müssten jetzt gleich, sobald die Sonne untergeht, erstmal alles hier ringsrum erleuchten. Ihr habt ja gesehen, der Hügel, ich habe den jetzt hier ein bisschen abgetragen ringsrum. Man könnte zwar noch einige Schichten hier abbauen, aber das ist dann wieder. Man kriegt es nicht komplett gerade hin. Und noch so für alle, die es nicht wissen oder vielleicht wissen wollen. Wir haben ja schon auf der Karte hier oben eine Kolonie, die durch den Assembly Core gesetzt wird. Aber den Assembly Core kann man nicht setzen, weil has already been placed. Also man kann bloß einen platzieren und die Powerplant, ihr seht's, ja, geht nur mit einem Assembly Core in der Nähe. Das heißt, mein Haus wird komplett elektrofrei und also theoretisch elektrofrei. Hat auch dann kein Schild. Oder gibt es einen Schildgenerator? Shield. Ich brauche ja keinen, ich bin ja im Berg drinne. Nee, du brauchst ja kein Schild, aber ich wollte halt,
Darum habe ich mir den Assembly Core ja gebaut. Erstens, um uns dann hier mit den Zügen verbinden zu können. Oder muss ich für den Zug einfach bloß eine Train Station bauen? Da brauchst du eine Train Station. Okay. Das ist toll. Nein, da muss ich halt dann mehr Turrets bauen. Aluminium Alloy, Rubber, Battery Pack. Ich glaube, da werde ich mit dem nächsten Mal eine bauen. Und die elektrischen Türen funktionieren auch ohne Powerplant. Naja, das meinte ich ja. Es ist eine halbwegs elektrifizierte Base ohne richtige Elektrizität. Also blöd ausgedrückt, aber es ist halt einfach so. So, jetzt muss ich bloß noch überlegen, wo ich dann meinen kleinen Flugplatz hinbastel und ja. Ich denke mal, Flugplatz kommt dann hier drüben irgendwo hin. Da. Hier dann ein bisschen höher bauen, kleinen Landeplatz. Für den Skydiver halt zum Hinstellen. Und falls ich mal. Hä? Nee, schon gut. Okay. War mehr so. Also mich würde ziemlich reizen, wenn es hier mal sowas geben würde wie EP, dass man dann hier halt so eine Farm baut, wo oder irgendwo sich eine Base baut in der Nähe, wo die ganzen Monster rumrennen. Einfach damit es ein bisschen was Sinnvolles gibt. Ja, stimmt. In der bis jetzt verlorenen Folge ist es so gewesen, ich habe euch das Biom hier ein bisschen gezeigt. Ich habe auch schon angefangen, den Berg ein bisschen abzubauen. Ich war auch, glaube ich, bei dir noch in der Zeit. Hab mal gezeigt, wie es bei dir aussieht. Aber das gucke ich dann mal nächste Folge mal vorbei. Schon einiges getan wieder. Glaube ich dir. Ich muss jetzt bloß erstmal gucken, aus was ich jetzt hier... ich mache mir einen Goldfußboden. Ah. Meiner Sandstein gebaut. Ohne Sandstein. Wände und Decke aus. Hört das aus wie Lehm. Ich guck mal jetzt ganz kurz mir die ganzen Sachen an, was wir so haben. Das Kupfer? Hä? Nee. Eisen? Nee. Ein Sandboden. Der sieht immer lustig aus. Holz. Wie konnte man denn hier unten noch... Ach ja, okay. Toll. Jetzt hat man bestimmt mein Handy gehört, wie es wieder Netz gesucht hat. Ich hab nichts gehört. Ja, du nicht, aber ich habe gerade selber im Headset gehört. Brr, brr, brr. Ist immer nicht so gut, ich erkenne das nicht. Silber. Wäre vielleicht ein bisschen teuer. Guck mal an, wie so ein Kupferboden aussieht. Building List. Achso. In der Building List stehen dann Häuser oder sowas drin, die du selber gebaut hast, oder? Mhm. Dirt Block, also das hier unten ist Dirt. Oh mein, Silber sieht ja echt stylo aus. Oder was ist das? Ne, das ist Iron. Stahl? Nee, das ist Kacke. Kupfer. Hm, das hat was. So, jetzt habt ihr auch gesehen, bei mir ist hier das Licht, die ganze Beleuchtung von der Basis angegangen. Denn so habe ich den Vorteil, ich kann auch nachts bauen und es geht mir nicht auf den Sack, dass hier alles zappenduster ist. Also, das war ja immer furchtbar. Ich beleuchte auch gerade meinen Tunnel und mein Raum hier. Erstmal. Limestone sieht übrigens aus wie aus Minecraft hier diese Stone Bricks. Das finde ich cool. Das wird das Fundament von meinem Haus auf jeden Fall. Der Sand sieht ein bisschen aus wie Gravel. Wie Kies in Minecraft. Was haben wir hier noch? Marble? Marble war das.
Stone. Wie sieht Stone aus? So, das wird jetzt hier so ein, so eine Art, gucken wir uns mal alle Materialien an, die es so gibt. Holz haben wir hier. Iron, Steel, Steel, Steel hat man schon. Silber. Boah, guckt euch das mal an. Hat ein bisschen was von dem Teppich. Alter Schwede. Ich weiß, Leute, die sich jetzt mit dem Spiel auskennen, werden sagen, oh Gott, das will nur doch kein Gold. Das wäre ein Goldfußboden. Okay, Alu sieht auch nicht gerade schlecht aus. Diamanten und Sand. Na gut, Diamant wollte ich nicht, werde ich nicht zeigen. Und Sand habe ich jetzt eigentlich auch nicht vor nochmal hier. Also dass das Sand. Seit wann haben wir Diamanten? Nein, ich werde das so oder so nicht zeigen, wie Diamanten aussehen würden, weil das ist dann zu heftig. Doch sehr schwer ranzukommen. Mhm. So, meine Treppe auf zu wird... Was baue ich die Treppe? Wahrscheinlich aus dem Zeug hier. Das oder das. Aber Fußboden... Also ich glaube, der Fußboden in meiner Wohnung wird echt Silber. Jetzt muss ich aber mal die Umgebung scannen. Ich aktiviere einfach mal alles und guck mal rum. Und wie wir sehen, hier unten diese komischen hellen Bereiche, das ist alles... Definitiv alles Hohlraum. Das heißt, ich muss mir dann was einfallen lassen, wie ich da runterkomme. Ihr seht ja hier oben, das ist der Grundstein von meinem Haus. Und ich glaube, in meiner Umgebung ist gar nichts. Hier ist absolut tote Hose. Hier ist ein bisschen was Grünes. Auf. Auf. Das eine ist Gold, ein bisschen was. Und hier, das kann ich nicht entziffern. Das könnte Zinn oder so sein. Oh, ich sollte vielleicht mal was essen. Es könnte Silber oder Zinn sein. Ist aber echt ganz, ganz wenig. Und das hier drüben ist definitiv Gold. Also ich habe hier eine kleine Goldader hier. Aber das ist... Das kannst du vergessen, also die ist echt mini. Hm. Na gut, dann werde ich mir dann später mal hier Zeug suchen müssen. Aber ich sag mal, in diesen roten Gebieten, ich kann euch das mal zeigen, da stelle ich mich mal hier drüben zu meiner Turret. Nehme mal die Spitzhacke. Und dann bauen wir hier vorne mal ein ganz kleines bisschen von der Kante hier ab. Hoffen mal, dass es da nicht so unnatürlich aussieht. Ihr seht, es gibt Limestone und haufenweise Kupfer. Also Copper ist in hier überall in denen. Deshalb ist das so rot, das Biom. Stell ich ihn jetzt in diesen großen Raum, wo der Assembly Core nicht geht? Keine Ahnung. Im Sofa? Das sehe sehr verloren aus. Hast du so viel Inneneinrichtungsmöglichkeiten? Ich habe auch schon überlegt, was ich mir jetzt mache, weil es war eigentlich so geplant, dass ich meine Assembly Core ein kleines bisschen wie so eine Art Kellergeschoss baue und dann dort den Assembly Core reinstelle. Das geht aber mittlerweile nicht mehr. So, jetzt werde ich hier vorne noch die Ecke abbauen. Weil ich mir gerade überlegt habe, was hier mein Eingang sein wird. Ich dachte schon, das war jetzt der Folgentimer. Ja, kommt in 40 Sekunden. Achso, ich glaube beim nächsten Mal erkläre ich euch mal in der nächsten Folge mal ein kleines bisschen, was ich so weiß aus dem Baumenü.
kann ja auch Dirk dann, der hat schon ein bisschen mehr an dem Baumenü gebaut als ich überhaupt in dem ganzen Spiel. Da kann ich da vielleicht auch dann ein paar Tipps geben. Oh, nicht heute. Oh. Ja, ja, ja. Es ist so schwierig, hier mal so ein, wenn du hier von unten nach oben baust, von oben nach unten baust, das ist so schwer. So. Der Aufgang muss aber von hier unten nach hier oben kommen. Hm, wie machst du das am besten? Ach, keine Ahnung, das überlege ich schon bis zur nächsten Folge. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Tschüss.